Ich merke, hier ist irgendwo Gesprächsbedarf. Alle tuscheln so ein bisschen und keiner hört der Jury so ein bisschen zu. Hört ein bisschen zu. Wenn ihr noch irgendwie was diskutieren müsst, dann geht ein Stück nach hinten. Aber wir wollen ein bisschen Rap-Musik hören und es geht weiter mit einem Verfechter des Boom-Baps. Er hat sich dem Oldschool angeschlossen. Er kommt straight out of Kiel und hat sein Backup mitgebracht. Die Rede ist von Buddha. Hamburg, macht Lärm für Buddha. Was geht ab, Hamburg? Rap-Tags, schön hier zu sein. Vom Bunker zu Bunker, ich weiß nicht, vielleicht hat von euch schon jemand was von mir gehört aus dem Bunker-EP. Heute sind wir wieder hier im Bunker, Digga. Yeah. Was geht ab? Ey, 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 nachts, wenn alle pennt, fang ich an nachzudenken. Gib mir eine Chance und dein Mic, lieber Gott, ich schaffe es auszubrechen. Täglich aus der... Wohin es geht, weiß keiner richtig. Halt zwei Finger an meinen Kopf und drücke ab. Digga, nachts und alle Pen, fang ich an nachzudenken. Gib mir eine Chance und dein Mic, lieber Gott, ich schaff es auszubrechen. Täglich an der Endstation, wohin es geht, weiß keiner richtig. Ich halt zwei Finger an meinen Kopf und drücke ab. Sag, was würdest du nicht machen für einen Riesenhaufen Cash? Digga, Batzen in der Hand, bereit für Konsequenz. Hab gedacht, vielleicht ist nur der falsche Ort, an dem ich häng. Ob Hinterhof, ob Bonzenvilla, jeder jagt den Benz. Pressteilen in den Takt, die Scheiße hält mich wach. Und jeder Tag bringt neues Drama, meine Fresse wieder. Läuft der Aschenbecher über, hab ich wieder nicht gepennt. Mit Blick hoch an die Decke, Kopf am Rad, dann viel zu läsch. Hab keinen Bock auf dein Gelaber, Mann, Business bringt keine Freunde. Dreh Box auf bis zum Limit, bis jeder den Namen kennt. Hier ist es Buddha, sag mir, wo zur Hölle ist der Himmel. Gib einfach zwei Blättchen, ich dreh in Elbert, bis wir fliegen. Nachts von alle Pen, fang ich an nachzudenken. Gib mir eine Chance und dein Mic. Gott, ich schaff es auszubrechen. Täglich an der Endstation, wohin es geht, weiß keiner richtig. Ja, halt zwei Finger an meinen Kopf und drücke ab. Digga, nachts von alle Pen, fang ich an nachzudenken. Gib mir eine Chance und dein Mic. Gott, ich schaff es auszubrechen. Digga, ja. Habt ihr Bock, kommt mal alle nach vorne, macht mal ein bisschen mehr. Rap Tag 2018. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Geschäfte laufen nur dreckig, Digga. Zwischen Kaiserstraße und Villa liegen paar Welten. Yeah. Jeder, der mich kennt, kennt auch das Viertel, wo ich rappe. Machen Treppenhaus, mein Kopf kaputt mit albanischer Hecke. Sisi läuft der Preis, stell die Waage richtig ein. Schreib Texte morgens 7, hab für Schule keine Zeit. Bis Papa an dem Gibbe ziehen, bevor ich wieder Arbeit heiz. Yeah. Der Sound klatscht dir die Fenster ein. Yeah. Halbe Pflanze in meiner Socke, die Bullen nehmen dir dein Handy weg, plus die wertvolle Knollen. Darum immer undercover, in meiner Hood bin ich unsichtbar. Teufel klopft an Wände, billig Untergrund von Novia. Weiterhin die Frage nach dem Abi und so. Rap ist Planer, ich hab kein B und keine andere Vision. Sippe nachts vor dem Kiosk, bin ich auf Modus meine Parts. Wenn Mondschein durch das Fenster hält und hier schon alles schlaft. Augen immer auf dem Punkt, der glitzert. Gib mir nochmal Handy nach und mach die Stadt unsicher. Raus aus meinem Bunker, ich brauch Scheine, Mutterficker. Lege grad jetzt los, deine Jungs sind schon am Zittern, diese Wichser, dicke Augen immer auf dem Punkt, der glitzert. Gib mir nochmal Handy nach und mach die Nacht unsicher. Raus aus meinem Bunker, ich brauch Scheine, Mutterficker. Yeah, ey, ey. Versteh mich nicht falsch, ich hab die Aufmerksamkeit verdient. Sie sagt, ich bin die Nummer 1 und alle Parts sind zu stabil. Rauch Jibbits wie Kim, Digga, 25 am Tag manchmal. Wo ich hingehe, bin süchtig nach diesem Gras, puff. Und droppe Texte, kann trotz all dem nicht mehr schlafen. Fühlt sich an, als wird da draußen irgendwas auf mich warten. Oder Leute passen unten, kick ich nieder auf der Stage. 10-5 als ein Profi, kann ich atmen von dem Haze. Hol die EP, Digga, du weißt doch, wie das läuft. Hebe ab auf meiner Couch, du wie ein Airbus 109. Es ist unnormal, nicht witzig, wenn ich anfange zu spitten. Augen plötzlich groß, so wie Knollen, die ich kiffe. Hab's nicht ausgesucht, es kam so und dann war ich mittendrin. Plötzlich wollen alle genau wissen, wer ich bin. Wie die Bullen, die Nacht kam zu den 20 Pflanzen, Digga. Noch paar Jahre Bewährung, dann ist nächste Ernte sicher. Augen immer auf dem Punkt, der glitzert. Gib mir nochmal Handy nach und mach die Stadt unsicher. Alle Arme hoch, Leute, kommt schon. Digga, lege grad erst los, deine Jungs sind schon am Zittern, diese Wichser. Dicke Augen immer auf dem Punkt, der glitzert. Gib mir nochmal Handy nach und mach die Stadt unsicher. Raus aus meinem Bunker, ich brauch Scheine, Mutterficker. Lege grad erst los, ja, ich lege grad erst los, Digga. Yeah. Macht mal ein bisschen Lärm, Digga, was geht ab bei euch? Rap-Tags 2018. Buddha, alles im Bunker, Haus, Digga. In dem Bunker. Yeah. 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 Ey, vielen Dank. Hamburg, lernt für Buddha. Dankeschön, Dankeschön. Wie heißt dein Backup? Du hast dich gar nicht vorgestellt. Alpha. Alpha? Alpha, ja. Das ist mein Homie Alpha, er kommt hier aus Hamburg auf. Wie die Jacken. Nicht mal der Kind auf jeden Fall klar. Nico, das nächste Backspin-Interview in Kiel. Ey, weißt du was? Ich habe ihm eben gerade schon gesagt, wenn du allen Ernstes mich, nur weil es noch Boom-Bap klingt und 90er Jahre, ich der Erste bin, den du fragst, Digga, dann nur weil ich einen grauen Bart habe oder was, du Backen. Aber ich kann natürlich gerne was dazu sagen.
Guck mal, gerade in einer Zeit, wo viel relativ ähnlich klingt, finde ich das immer ganz erfrischend, wenn man sich ein bisschen auf klassische Hip-Hop-Sachen bezieht, in die 90er Jahre zurückzieht und das dann auch geil macht. Der Ansatz ist da für mich, aber gerade in der Zeit, wo es, und das finde ich, hat er bei dem Kollegen davor schon ganz gut gesagt, wenn es darum geht, hier eine Bühne auszufüllen, Publikum mitzunehmen, dann ist mir das Ganze, Mikrofon aus, Mikrofon wieder an, dann ist mir das Ganze ein bisschen zu sehr relaxed, ein bisschen zu, das wirkt halt nach Kiffermucke, weißt du, was ich meine? Und wenn du mit deinen Jungs chillst und das da machst, dann ist das cool, aber, und ich mach's ja zum dritten Mal, ich weiß ganz genau, dass Barami im Kopf dann das losgeht und überlegen, okay, was können wir aus dem Jungen machen, wie funktioniert das, wie klingt das Album? So, und dann, ich glaube, dann kann es sein, dass ihm ein bisschen was fehlt. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das Herz, das spüre ich da. Nur es kommt nicht ganz so rüber, wie es sein sollte. Ramin, stimmst du dem zu? Jo, also bei dir ist, es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem eingereichten Song nebst Video und dem, was du live umgesetzt hast. Deine Geschichten sind super, deine Lyrik ist super, dein Vortrag war zu laid back. Einfach. Du hast es nachher versucht, irgendwie hebt man die Hände und so weiter und so fort. Der Backup hätte noch energischer. Also okay. Spontan, okay. Spontan auf eingesprungen. So. Ich bin auch echt ein bisschen angeschlagen. So. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr Power. Aber ich wollte es trotzdem durchziehen, auf jeden Fall. Ja. Also es ist auf jeden Fall stecken geblieben. Ne? Textlich, du vermittelst was, du bist ein guter Typ. Aber auf der Bühne hast du es nicht gebracht, meiner Meinung nach. Buddha, dennoch, vielen lieben Dank. Milo, möchtest du noch was sagen? Du hast das Mikrofon geschnappt. Ich wollte niemanden hier unterschlagen. Ich habe das Mikrofon bekommen, aber... Ha? Ich fand auf jeden Fall, die Performance hat die Leute nicht mitgezogen. Es war halt, wenn ich hier auftrete bei Raptext, Digga, und das ist so Live-Crowd, ne? Dann nehme ich Sachen, die nach vorne gehen, weißt du? Und nicht Sachen, die einfach so irgendwann monoton klingen, Digga. So, und... Digga, das war halt irgendwann einfach so immer dasselbe, weißt du? Du hättest dir einen anderen Track aussuchen müssen und ich kann mir aber gut vorstellen, dass du im Studio dich geil anhörst. Wenn du aufnimmst, wenn du, weißt du, was ich meine, so? Nur live hätte ich was anderes gewählt, Digga, sagen wir es mal so. Und das, ja, Mann. Buddha, danke, dass du teilgenommen hast, auch an deinen Bruder Alpha. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hamburg, mach nochmal Lärm für Buddha und Alpha.